Wie habt ihr mich gefunden? Der Apfel aus dem Besitz von Mario Auditore führte mich her. Tötet ihn! Tötet den Assassinen! Reißt den elenden Bastard in Stücke! Jetzt können wir kämpfen. Wow. Ich brauche Nachschub. Das Olivenfeld erreichen. Oh shit, wir werden beschossen. Oh. Nein! Was zum Teufel? Wieso hält er sich nicht fest? Hä? Was war denn das? Wie kann man nur da... failen? Das ist ja... absolut unmöglich. Es geht gar nicht. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Wie soll das gehen? Tja. Also nochmal von vorne. Ach nicht doch. Ja, das kennen wir schon. Wie habt ihr mich gefunden? Der Apfel aus dem Besitz von Mario Auditore führte mich her. Tötet ihn! Tötet den Assassinen! Reißt den elenden Bastard in Stücke! Hä? Was war das denn? Okay, gut. Also, Viana, März 1507. 5 Jahre? Nee, was? 1503 war das. Ja, okay, gut, 4 Jahre sind vergangen. Bis wir endlich Cesare irgendwie aufgespürt haben. Oder habe ich irgendwas verpasst? Na, kann auch sein, dass ich mich jetzt in der Zeit irre. Zumindest versuchen wir diesmal nicht zu failen. Oder sonstiges. Da ist nämlich eindeutig so eine Holzplanke, wo man sich festhalten kann. Und die würde ich gerne benutzen. Geht doch. Okay, durch die Ruinen auf dem Olivenfeld vorrücken. Als Ein-Mann-Armee. Ach, mit einem Pferd hätte ich eigentlich reiten sollen. Okay, gut. Ich hätte eigentlich mit dem Pferd unterwegs sein sollen. War ich jetzt irgendwie nicht. Ich habe kein Pferd gesehen. Gut, dann gehen wir jetzt zu Fuß weiter. Also, ich meine, nicht, dass sich irgendwas geändert hätte. Naja, egal. Auf die Lücke zielen! Gib mir mal deine Waffe. Ja, auf den Stab, da bin ich ziemlich scharf. Holt ihn euch! Jetzt, Brüder! Gebt doch her! Er will sie mir nicht geben. Aber du... auch nicht. Hm. Immer noch nicht. Zuschlagen! Fein, fein!
Nix da, lass ich dich gehen. So weit kommst du noch. Ich hörte, dass Cesare Borja die Navarese Befehle gibt. Ihr müsst mich nicht töten. Ich gehe. Puh. Jetzt, ich werde nicht schaden von. Zuschlagen, jetzt! Jetzt erledigt ihn! Jetzt, Brüder! Dich nehme ich mit in die Hölle! Dai, dai. Das war nicht so gemeint! Ehrlich! Lieber Assassine! Körper runter! So. Ja, es ist, da ist so ein Büchsenmeister. Den schnappen wir uns auch mal schnell, bevor der uns noch Probleme macht. Ich will bleiben. Ich will. Da ist noch einer. Lass ihn nicht entkommen! Okay, die sind auch weg. Dann widmen wir uns jetzt wieder dem eigentlichen Weg. Auf ein Wort? Haha, kannst du haben. Hier. Ah, dumm Noob. Hier hast du dein Wort. So, weiter geht's. Immer weiter vorwärts. Ayúdame, mi hijo está herido. Was für Penner. Eine Verletzte. Die hier Schutz sucht. Warum rennst du vor mir weg? Haben. Bitte sehr. Du hast auch noch was. Wieso greifen mich eigentlich alle an? Rote und braune. Alle greifen mich an. Hast du gerade dein Schwert fallen lassen? Ach nee, das war ein geklautes, genau. Ich dachte schon. Ey. Hallo Kumpel. Hallo Kumpels. Das habt ihr euch selbst zuzuschreiben. Ihr kämpft gegeneinander, Jungs, ist euch schon klar, oder? Fertig? Nein. Haltet den Mann! Schnell! Auf den Belagerungsturm klettern. Okay, hier rein. Die Leiter hoch.
Ah, kommen die Typen geflogen. Oh, wir müssen uns beeilen. Der brennt ja ab. Einmal umdrehen, bitte. Ah, wie gut, dass da ein Heuballen war. Ah, warte mal. Bitte sehr. Oh, leck. Alles klar. Hallo. Hab ich euch schon mal gesehen. Hab ihn gefunden, da! Los! Ich sehe ihn, da! Ach komm, Jungs, nimm das doch mal ein Ende. Danke. Da müssen wir hoch, auf die Mauer. Da oben versteckt sich ein Cesare. Belagerungsturm klettern. So, das ist ja ziemlich offensichtlich. Wow, Jungs. Ah, Kumpel. So, Cesare. Cesare! Mauern umgeben euch! Es gibt keinen drinnen! Dann komm, Ezio! Borgia. Jetzt bist du fällig. Ich sterbe nicht! Fortuna wird mich nicht verlassen! Ich bin der beste Krieger aller Zeiten! Nimm dies! Au. Bleib zurück! Ich kenne keine Niederlagen! Ein Auditore bezwingt mich nicht! Roma, Italia, España, alles wird mir gehören! Egal, was ihr auch tut, ich werde siegen! So, das ist ziemlich offensichtlich, was wir machen müssen. Wir müssen ihn dann immer angreifen. Da kommen die Wachen. Aber dieser verdammte Penner hat's auch verdient, ganz im Ernst. Dass wir ihn richtig langsam und kläglich fertig machen. Ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt groß erzählen soll. Vielleicht soll ich auch ein bisschen ruhiger sein. Das ist eine epische Szene eigentlich gerade.
Au. So, so können wir es schaffen. Ein Teil seiner Panzerung ist weg. Voll in den Rücken. Ich verkacke irgendwie immer die Doppelangriffe irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Jawohl, jetzt ist seine Panzerung komplett weg.
irgendwie ist das Licht gerade ziemlich komisch. Irgendwie tue ich mir schwer, irgendwas zu erkennen. Ganz komisch irgendwie. Schaut euch die Leichen an. Richtig, fertig. Gehörte mir. Etwas zu wollen, gibt euch lange nicht das Recht. Was wisst ihr schon? Dass ein wahrer Herrscher das Volk stärkt, das er beherrscht. Ich führe die Menschheit in eine neue Welt. Che nessuno ricordi il tuo nome. Requiescat in pace. Ihr tötet mich nicht. Kein Mensch kann mich töten! Dann lasse ich das Schicksal entscheiden. Wenn er das überlebt hat, dann ist er wirklich ein Gott. Aber jetzt haben wir Cesare endlich besiegt. Rom ist ein freies Land, eine freie Stadt, besser gesagt. Der Thron gehörte mir! Was wisst ihr schon? Ich führe die Menschheit in eine neue Welt. Ihr tötet mich nicht! Kein Mensch kann mich töten! Thank you.
Hat er den Edensplitter gerade im Kolosseum versteckt? Oder war das in der Engelsburg oder was immer das war? Oder im unter der Sixtinischen Kapelle war, glaube ich, der Geheimgang, wo auch der Stab versteckt war. Hat er jetzt das im Kolosseum versteckt? Weil er jetzt gerade aus dem Kolosseum gelaufen kam? Ich bin verwirrt. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Wir haben es. Das Kolosseum. Gehen wir. Es ist nicht allzu weit. Warte, da war was mit dieser Tür. Ich habe keinen Griff gesehen. Lasst mich das checken. Super. Dann brauchen wir also eine Art futuristischen Schlüssel. Das ist ein verbal ausgelöster Mechanismus. Sowas habe ich noch nie gesehen. Also brauchen wir ein Passwort? Summe mal Beethovens Fünfte. Scheiß italienisches Stromnetz. Ezios Erinnerungen können wir schon mal nicht durchsuchen. Problem. Wir müssen das Passwort finden. Ezio kennt die Antwort. Nur leider ist er tot. Unfassbar, dass wir hier festsitzen. Ja. Ihr habt mal gesagt, ich soll hier irgendwie mit einer Statue reden. Ich frage mich, ob das jetzt noch geht, jetzt wo die Storyline fortgeführt wird. Nee, geht wahrscheinlich nicht mehr. Gut, ich muss mal ganz kurz was gucken und bin gleich wieder da. Okay, da bin ich wieder. Ich habe nur kurz geguckt, ob mit den Aufnahmen alles in Ordnung ist, aber es dürfte alles passen. Weil jetzt habe ich richtig krass viel aufgenommen und es wäre ärgerlich, wenn das jetzt auf einmal alles weg wäre. Da leuchtet aber was. Eigentlich? Ach nee, das ist nur eine Lampe. Okay, okay. So, okay. Dann schauen wir doch mal weiter. Hey, vielleicht hat das hiermit zu tun. Dasselbe Symbol wie auf der Tür zum Gewölbe. 1419, 1420 und 21. Und wenn es keine Daten sind? 1419, 1420. Oh mein Gott! Was? Gott! Sprich dich aus! Ja, hallo, tu ich doch! Das Tetragramm! Die 72 Namen Gottes, seht ihr? Sie werden in drei Versen überliefert, Exodus 19 bis 21. Und, das wird euch gefallen, werden die vier hebräischen Zeichen von Gottes Namen in einem gleichseitigen Dreieck angeordnet, ergeben ihre Zahlenwerte die Zahl der Namen. 72. Bist du dir da auch absolut sicher? Was meinst du, warum ich es laut sage, Rebecca, hä? Aber das Beste kommt ja noch. Der Bau des Kolosseums begann im Jahr 72. Wir haben unser Passwort. Sean, hol den Van. Ein großes Dankeschön. Hol den Van, du hast gerade das Rätsel gelöst. So bedankt man sich heutzutage. Gut, okay, wir sind unterwegs zum Kolosseum und mal schauen, was uns da erwarten wird. Déjà-vu. Schon klar. Gehen wir. Hey, 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 und was ist mit uns? Ihr könntet da unten einen Historiker brauchen. Das stimmt. Der Tunnel sollte unter das Kapitol führen. Wir suchen einen anderen Eingang. Vorsichtig, Desmond. Ich fahre. Ha, ja, netter Versuch. Ich kenne dein Auto. Ja, natürlich. Weil wir der einzig Coole sind, müssen wir hier rumklettern und die anderen dürfen ganz bequem durch irgendeinen Tunnel latschen. Naja. Was soll's. Ich tue es ja gerne. Für die Zuschauer tue ich doch alles. Okay, so schon mal nicht.
Ich weiß noch, als ich das letzte Mal gespielt habe, habe ich mich hier furchtbar verfranst. Lucy, ich bin gleich beim Eingang. Okay, gut. Wenn du da unten Gladiatoren siehst, nimm die beide in die Hand. Ah, war das ein Witz? Ich werde es mir merken. Mann, du bist ja so ein Komiker. Übrigens, ich war ja im Kolosseum. Diese ganzen Planken und so und Pfähle, die gibt es da nicht. Wollte ich nur mal so angemerkt haben. Aber ich nehme an, so schlau wart ihr auch selber. Checkpoint erreicht. Wow, ich werde wirklich den Apfel anfassen. Es war ein langer Weg. Du hast es dir verdient. Ich frage mich, ob er etwas ändert. Ob er die Lage zu unseren Gunsten verbessern kann. Das wird er sicher. Das muss er. Ah, das sind diese Wolfstypen, diese... die immer in diesen Romulus-Verstecken sind. Es war ein Kampf von Ezio gegen diese Wolfshainis. Was werden wir finden? Eine Karte der Tempel, hoffe ich. Der Apfel wird sie uns einfach geben, oder wie? Ja? Wo ist das Elvis da drüben? Vielleicht haben wir ja mal Glück. Wäre doch mal was. So, ich nehme stark an, wir sollen hier runter. Oder auch nicht. Ah nein, wir sollen da durch. Oder? Nein. Ja, seht ihr, geht schon los, geht schon los. Ne, darüber. Ah. Alles klar. So, nein. Ach, du bist so ein dummer Idiot. Was für eine Anlage. Das ist das reinste Labyrinth. Ja, eben. Im Hypogeum waren die Käfige der Gladiatoren und Apparate, die sie nach oben brachten. Die ganze Anlage, in der du gerade bist, befand sich unterhalb der Arena. Gut zu wissen. Gut zu wissen, wusste ich aber schon. So. Das hier ist doch bestimmt nicht umsonst angestrahlt hier. Aha. Ich glaube, ich kenne die Antwort. 72. Warum ist heute so wichtig? Wir holen doch nur den Apfel und gehen wieder. Der Türcode. Jemand will ganz sicher gehen, dass wir es kapieren. Ja, schätze auch. Oh, das knarzt gar nicht gut. Also da ist ziemlich viel gut ausgeklügelt. Ich frage mich nur, wer klügelt so einen guten Plan aus? Waren das wirklich die Außerirdischen? Denn am letzten Teil von Assassin's Creed 2, ganz am Ende, hat sie ja gesagt, es liegt nun an dir, Desmond. Das heißt, sie wussten, dass man in der Zukunft die Erinnerungen besucht und sie hat der Gegenwart praktisch dadurch eine Nachricht übermittelt durch die Vergangenheit. Das ist schon ausgeklügelt. Und wer sich sowas ausdenkt, kann sich, glaube ich, auch so einen riesengeilen Plan ausdenken. Aber schauen wir uns mal, was uns da unten erwartet. Okay, das sieht schon mal wichtig aus. Okay, hier kenne ich mich wieder aus. Gut, dann gucken wir uns doch mal um. Das Assassinen-Symbol. Da ist ein rundes Ding. Da ist auch ein rundes Ding. Sind das Schalter? Es sind Schalter. Dann ist hier auch noch einer.
Wir widmen diesen Ort dem Nachruf auf unser Ende. Möge ihn der finden, der seiner würdig ist. Möge er ihn führen. Möge er seinen Weg vorzeichnen. Möge er die Welt retten, die wir hinterließen. Wer sind Sie? Was ist los, Desmond? War ja ein kurzer Auftritt. Nichts. Nichts, so eine dumme Antwort. Da ist gerade ein Hologramm vor dir erschienen. Nö, ist nichts los. Trottel. Okay, wir versuchen es mal auf dem oberen Weg, denn ich denke mal, das ist nicht umsonst da. Naja, natürlich. Und hier ist der Abgrund. Nee, gar kein Abgrund. Naja, was soll's. Ich denke, das wird funktionieren. Am Anfang schrieben wir die Wahrheit auf Pergament, auf Stein, ins Gedächtnis der Menschen. Doch all dies war unbeständig, erläutert durch Feuer, erläutert durch Dürre, erläutert durch Flut. Die ganze Welt ist wieder unschuldig, unschuldig und unwissend. Wow. Ein Schalter. Noch ein Schalter. Ich komme. Das wurde auch Zeit. Wo sind wir hier? Santa Maria Aracoeli. Siehst du die Säulen entlang der Gänge? Sie stammen aus römischen Ruinen. Nun, angeblich wurde diese Kirche auf einem alten Tempel der Juno erbaut. Schöne Decke. Du magst die Decke, Mann. Was für eine tolle Reisebegleitung du bist. Naja, schauen wir uns die Decke doch mal an. Ist wirklich eine schöne Decke. Also. Da oben glitzert was. Das heißt, wir müssen da auch irgendwie hoch. Und das heißt, das muss auch irgendwie gehen. Und das heißt, wir versuchen es mal mit dieser Kanzel. Denn die sieht schon mal recht vielversprechend aus. Aber ich habe mich auch früher schon geirrt. Es ist offenbar nicht die Kanzel. Hey, Kumpels. Achso. Da oben ist was. Ah. Hallo, Ezio. Schön, dass du mir den Weg sagst. Idee. Bitte für das Wohl der Menschheit. Und wir ziehen in der Zeit an dem Hebel. Ah.
Ich mag Klettern. Das ist aufregend. Da wird einem nie langweilig. Gut, aber der Weg ist relativ offensichtlich. Aber er ist nicht so einfach, wie man denkt. Man muss ein bisschen aufpassen. Wir schufen sie nicht, um weise zu sein. Und nun sind sie unsere letzte, vergebliche Hoffnung. Ihr seid sie. Ihr besitzt das Potenzial zu verstehen. Doch zerstörtet die Instrumente. Oder setzte sie gegeneinander ein. Wir zerstörten, was wir konnten. Erwarben, was wir nicht konnten. Okay, keine Abkürzung, danke. Hier geht was auf. Viele, nicht alle. Und es bedarf nicht vieler, um die Welt zu vernichten. Wo stehst du? Hier ist es sicher, auf ewig. Ein Ort für Dinge, Worte, Weisheit, aber nicht Leben. Fast hatten wir die Mittel, aber Zeit... Zeit zerfraß uns. Wir können sie vertreiben. Wir können sie durchschauen. Links ausweichen, wenn sie rechts schlägt. Aber ihr Arm ist entsetzlich lang. Ihre Ausdauer unendlich. Wir können nicht entkommen. Nicht ewig. Ja, das stimmt wohl. Man kann nie immer weglaufen. Man muss sich seinen Widersachern stellen. Genau das habe ich vor. Hey Ezio. Na, wie geht's? Hier kommt. Hallo. Das steht nicht im Bauplan. Desmond, komm hier runter. Unterwegs. Kein Problem. Und ich habe das Gefühl, hier geht's gleich krass ab. Was immer das ist, es funktioniert nicht. Eine Sackgasse. Da bin ich nicht so... Wenn du uns umbringen willst, Kumpel, musst du dich schon ein kleines bisschen mehr anstrengen. Wir sind da. Und jetzt das Passwort. Falls Sean recht hat. Ich habe immer recht. Auch mit der Sackgasse? Habe ich nie gesagt, ein Missverständnis. Ich erinnere mich an den Ort. Wir waren mal hier. In Assassin's Creed 2. Da war das Teil von so einem Versteck, wo man immer ein Siegel finden konnte. Da ist man hier runtergegangen und hier ist ein Versteck. Ich bin mir ziemlich sicher. Und wenn es nicht derselbe Ort ist, weil eigentlich wäre es... Eigentlich ist es unmöglich. Nein, eigentlich ist es unmöglich. Oder verwechsel ich das? War das in Assassin's Creed Brotherhood? Das kann natürlich auch sein. Auf jeden Fall waren wir mal mit Ezio an diesem Ort, aber Assassin's Creed 2 kann es nicht gewesen sein, weil da war er niemals in Rom. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht, ganz im Ernst. Das ist auf jeden Fall nicht die Tür, die wir brauchen. Da sind wir schon mal durchgegangen. Wir müssen tatsächlich nach da oben. Glaubst du, es versteht Deutsch? Sag's einfach. Okay.
72. Aber ich glaube, es ging auch gar nicht darum, dass man das Passwort richtig sagt. Ich glaube, es ging eher darum, wer das Passwort sagt. Ich denke, es kam nie darauf an, dass jeder hier reinkommt, wie bei einem normalen Tresor, der das Passwort kennt, sondern es kommt auf die Person an. Und das ist in dem Fall Desmond. Der Apfel ist wohl in der Mitte. Finden wir raus, wo diese Tempel sind. Hier hat Ezio also den Apfel versteckt. Da ist er. Okay. Wir müssen nach da unten. Ein Schalter. Sein. Oder du verwandelst den Raum in eine Untertasse, die mit uns allen davonfliegt. Überleg es dir. Okay, ich denke immer, der leuchtet, ist der Richtige. Denn wenn wir den Falschen erwischen, dann fahren diese ganzen Plattformen wieder zurück. Jahre könnt ihr sprechen. Und ihr würdet uns nicht kennen. Ihr mit 5. Ihr mit 6. Zur Sicherheit. Jetzt werden wir nie wissen. Nur ahnen. Raten. Sehen, riechen, schmecken, fühlen, hören. Wissen blieb euch verwehrt. Ja, das ist ziemlich abgefahren. Wenn ich jetzt nur wüsste, wie es hier weitergeht. Ah, okay. Das heißt, die haben tatsächlich die Menschen geschaffen. Oder... ich verstehe es noch nicht ganz. Danach, als es um die Welt geschehen war, wollten wir es durch das Blut verbrennen. So an uns binden. Ihr seht den Augenschimmer, ihr hört die Worte, aber ihr wisst nicht. Okay, ich habe zu lang gebraucht. Eine Zeitschaltuhr haben sie auch noch mit reingebaut, das ist ja super. Geben wir ein bisschen Gas und ich versuche mich trotzdem ein bisschen auf die Frau zu konzentrieren und ihr zuzuhören. So, das ist der Richtige. Und weiter geht's. Das hört. Geschafft. Ich kann nicht glauben, dass wir endlich hier sind. All das für diesen Moment, um den Edensplitter zu bekommen. Und wo sind die Tempel? Soll ich danach fragen? Oder daran denken oder so. Hast du die richtige Frage gestellt?
das kenne ich. Ich kenne das Symbol, eine phrygische Mütze. Sie steht für Freiheit. Und da, das Freimaurerauge. Die beiden kommen nur an einem Ort zusammen. Was ist los? Ich bin gelähmt. Deine DNA kommuniziert mit dem Apfel. Du hast ihn aktiviert. Lass mich gehen. Am 72. Tag vor dem Moment des Erwachens. Du, Frucht unserer Lenden, der Lenden unserer Feinde. Das Ende der Anfang, den wir hassen und verehren. Nun beginnt die letzte Reise. Da ist eine, die dich durch das Tor begleiten wird. Du weißt nicht, wer sie ist. Das Kreuz verdunkelt den Horizont. Was soll das? Der Weg muss geöffnet werden. Du kannst deiner Rolle nicht entkommen. Es muss ausgeglichen sein. Getan. Der Weg liegt nun vor dir. Nur sie muss noch gefunden werden. Erwecke den Sechsten. Geh, allein. Sprache her. Und danach sage ich ein paar Worte. Getötet. Er wurde gezwungen, Lucy zu töten. Scheiße, er hat einen Schock. Er muss in die Maschine. Das ist deine einzige Chance. Der Animus hat das verursacht. Ich bin der Experte. Los jetzt! Nein. Wer war das? Das war nicht Sean, das war nicht, Rebecca? Wer war das? Andere Assassinen? Ich weiß es gerade echt nicht. Und ja, wenn jetzt nichts mehr kommt, dann sage ich noch ein paar Worte. Also das Spiel an sich richtig, richtig gut inszeniert. Mir hat's richtig gut gefallen und ich mach mal ein bisschen leiser. Ja, und ich würde sagen, das ist eigentlich so ziemlich das Ende des Let's Plays, so wie ich es vorgesehen hatte. Und ja, schreibt mal in die Kommentare, wie euch das Spiel gefallen hat. Ihr könnt auch gerne mal in den Kommentaren spekulieren, was das Ganze jetzt soll, wie die ganze Story weitergeht in Assassin's Creed Revelations. Denn ich bin wirklich nach der Aktion richtig, richtig gespannt, wie das weitergehen soll. Und nicht nur mit Ezio, sondern vor allem mit Desmond und was jetzt mit Lucy ist und wer diese zwei Typen waren, die ihn jetzt einkassiert haben. Und was ist mit Sean und Rebecca und was ist mit dem Eden-Splitter. Das ist alles noch unschlüssig
Und ich hoffe mal, dass wir da ein bisschen mehr Antworten bekommen in Assassin's Creed Revelations, das ich natürlich auch machen werde. Höchstwahrscheinlich auf der Xbox, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber das sehen wir dann noch. Ja, bitte schreibt mir in die Kommentare, wie fandet ihr das Spiel, wie fandet ihr das Let's Play, und würde mich echt mal interessieren. Ja, ich bin immer noch ein bisschen geflasht von dem, von dem Ende. Aber ich denke, das war ganz großes Kino. Und ja, schreibt auch mal in die Kommentare, ob ihr wollt, dass ich noch ein paar Nebenmissionen mache, Christina-Missionen und sonst was. Dann kann ich das gerne als so ein kleines Special, als mal so ein eine Stunde mit oder sowas, gerne noch mit aufnehmen und hochladen, wenn ich das irgendwie geregelt bekomme. Und dann, ja, schauen wir mal. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zugucken, fürs Zuhören, für, ja, eigentlich für alles, fürs Kommentare schreiben, fürs Liken, für Kritik geben, für Anregungen und so weiter und so fort. Das übliche Zeug halt. Gut. Und dann danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Ich bin Jesuanji, das war Assassin's Creed Brotherhood. Ich lasse das jetzt hier noch ein bisschen durchlaufen und sage jetzt schon mal Tschüss. So, was ich vielleicht noch sagen sollte. Ich entschuldige mich natürlich für diese ätzenden Bildstörungen. Ich hätte sie hassen können. Ich hasse sie immer noch. Ja. Wollte ich nur mal gesagt haben. Ich hoffe, ich kriege das noch irgendwie in den Griff, bis Assassin's Creed Revelations rauskommt, was ja im November kommt. Ich werde dann natürlich versuchen, wenn ich es auf der Xbox spiele, direkt am Release zu spielen. Dass ihr da auch nicht warten müsst. Selbstverständlich habe ich auch Verständnis dafür, wenn jemand von euch sagt, okay, gucke ich mir jetzt noch nicht an, ich will es erstmal selber zocken. Klar, kann ich verstehen, würde ich selber genauso machen. Und ja, dann würde ich auf jeden Fall mal sagen, bleibt dran. Und ich behaupte jetzt einfach mal ganz frech, dass da nichts mehr kommt. Und deswegen bedanke ich mich nochmals für eure Aufmerksamkeit, fürs Zugucken, fürs Reinschalten, vor allem fürs Dranbleiben. Und ja, freut euch auf Assassin's Creed Revelations und ich sage an dieser Stelle, ciao. Bis zum nächsten Mal, gehabt euch wohl, macht alle wie gewohnt weiter und haut rein. Ciao.